Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode WeGrowth. Ja, und zwar Episode 6. So, wir haben ja das letzte Mal hier viel Mana gemacht und das erste, was ich jetzt machen werde, ist diese Barrel. Ich kann sie endlich abbauen. Ach, ist das schön. Ich weiß bloß nicht genau, wo jetzt hin mit dem ganzen Zeug. Das ist mein Problem. Naja, erste Mal, ja, komm. Hier rein. So. Zack. Zu. Gut, dann packen wir das erstmal weg. Ich habe noch ein bisschen was modifiziert. Und zwar Hirn. Horn. Hirn. Genau, Hirn. Hirn habe ich modifiziert, ja. Ich habe jetzt ein bisschen mehr. War noch genug Platz. Nee, Horn of the Canopy. Will ich euch jetzt gleich mal demonstrieren. Und zwar ist es einfach nur Horn of the Wild mit einem. Ja, mit einem Leaf. Also. Hier, die Leaves von den Blättern, von dem. Oh Gott, bin ich besser. Hier, Oak Leaves zum Beispiel. Wenn ihr Horn of the Wild mit einem Oak Leaf zusammen im Crafting Grid packt, ne, also dann hier neben gerade mal das Leaf noch hin, dann kriegt ihr Horn of the Canopy. Und damit. Boah, das war jetzt echt laut. Okay, Entschuldigung. Kriegt ihr hier die Blätter weg. Und natürlich auch Setzlinge. Somit. Ja, haben wir das schon mal ein bisschen schneller? Dass wir da an Setzlinge drankommen. Weil ich brauche auch einiges an Oakwood, habe ich jetzt festgestellt. Weil manche Rezepte gehen nur mit Oakwood. Wo habe ich das gesehen? Ja, genau, bei dem Back. Bei dem Back. Bei dem Back-Upgrade. Habe ich jetzt mittlerweile auch abgegradet. Tier 2 haben wir jetzt. Ist jetzt genauso groß wie unser eigenes Inventar. Und ja, das läuft wunderbar. So, jetzt mache ich den noch kaputt. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was an Holz. So. Gut. So, Enderman habe ich auch gekillt. Drei Stück insgesamt. Hat keiner eine Perle gedroppt. Dann habe ich so einen Endermini gekillt. Der hat mir freundlicherweise hier so ein Enderfragment gedroppt und tatsächlich noch eine Enderperle. Deswegen haben wir hier unten auch dann hier, ne, den Enderseed. So, jetzt packe ich den noch da drauf. Ich habe ja gesagt, ich mache das lieber mit euch. So, zack. Und ja, genau, da ist er. Da ist er. Der Wand. Wunderbar. Haben wir den jetzt? Ja, da ist er. Super. Super, den setze ich natürlich auch gleich oben mal an. Und wo hatte ich den? Achso, den habe ich hier geplant gehabt, genau. Die Dice Seeds sind mittlerweile auf 744. Kupfer dauert noch ein bisschen. Den lasse ich mal. Kohle ist auch schon recht weit. Zinn ist mittlerweile auf 534. Also ist auch hier einmal eine Runde gelaufen. Und ja. So. Dementsprechend haben wir hier auch ein paar Essenzen. Ein bisschen wenig an Kupferessenz, aber das ist, weil ich hier Kupferingots geschmolzen habe. Und da können wir uns. Nee, falsch. Da können wir uns dann gleich mal so eine Wette bauen. Cool. Jetzt haben wir endlich mal eine Wette. So, jetzt bin ich. Ja, gut, ich glaube, ich müsste. Ja, doch, geht. Ja, zack, wunderbar. Die Wette. Die Wette, Wette, Wette. Worldwide Wette. Nee, bloß nicht. So, haben wir hier. Sehr schön. Kriegen wir Basic Materials and Processing. Vier Lava Clay Buckets und vier Burnt Bricks. Cool. Dann werden wir doch gleich mal gucken, dass wir hier den Crucible bekommen. Zwei Stück sollen wir davon herstellen. Rezept. Oh, okay. Brauchen wir einen Fluid Tank. Dazu brauchen wir Kupferingots. Wie viel habe ich noch? Fünf Stück. Wie viel kriegt man da raus? Warte mal. Rezept. Rezept. Zwei Stück, das ist gut. Ansonsten hätte ich ja vielleicht noch die anderen zwei leer machen können. Naja, egal. Na, schon wieder falsch. 1, 2, 3, 4. Rezept. Da brauche ich sonst noch. Nee. Alter. Okay. Die muss ich auch noch herstellen. Burnt Bricks haben wir zwei Stück. Aber auch nur zwei, gell? Ne, vier haben wir. Okay, cool. Ah, schon wieder verkehrt. Packe ich das mal dahin. So, pack das mal dahin. Und ja, komm, hier. Mache ich jetzt auch mal frei. Hier, Worktable von Forestry Minecraft. Den wollte ich mir unbedingt noch bauen. Weil das Schöne an dem Worktable ist, der kann einige Rezepte speichern. So, zack. 9 Stück insgesamt.
Wenn ich da jetzt zum Beispiel ein Rezept einpflege, nehmen wir mal. Warte mal, ich brauche davon 4. Ne, 5. Brauche ich noch einen Stick und noch ein bisschen. Na, okay, nehme ich mal das andere Holz. So, erstmal das da. Achso, klar. Shadow. So, jetzt haben wir hier schon mal den Lever. Wenn ich jetzt da mit Rechtsklick drauf gehe, wird hier nochmal ein Schloss angezeigt. Das heißt, dieses Rezept wird gesperrt. Normalerweise wird das wie in einem Schieberegister so weit geführt, bis dann eben alles voll ist. Und dann wird eben das erste, was da drin war, überschrieben, wenn man da eben mehr als 9 Rezepte einpflegt. So, und jetzt brauche ich mal das und das und das und das. Wenn wir uns mal an Pisten bauen. Das kann mal weg. Da. Nee, falsch. Fangen wir so an. Ich glaube, das sieht besser aus, ja. Nein, du auch nicht. Du kommst dahin, du weg. Du kommst dahin. 1, 2, 3. Sehr schön. Pisten. Den werde ich mir auf jeden Fall loggen. So, gut. Das war zu dem Tisch. So, jetzt wollten wir aber hier... ja, genau. Wollten wir ja den Kruzible bauen. Da, Rezept. Da brauche ich jetzt nochmal Loks und Glas. Okay, Loks habe ich nicht. Nehmen wir die. 1, 2, 3, 4. Und Glas. Nehmen wir mal hier eins. Um mich geht es. Ich glaube schon, ne? Ja, siehst du? 2 Tanks. Wunderbar. Komm da rein. Gut, jetzt weiter. Rezept. Brauchen wir Brick Construction Block. Brauchen wir nochmal Burnt Bricks. Die Burnt Bricks kriegen wir bloß in der Bed. Mit normalen Bricks. Oder Nether Bricks. 500 Milliliter. Ja gut, Nether Bricks haben wir noch gar keine. Hm. Müssen wir das mit normalen Bricks machen? Okay. 4 Stück brauchen wir davon. Das heißt... halt, nee, da habe ich die... Nee, auch nicht. Habe ich keinen Clay mehr? Ernsthaft? Habe ich den ganzen Clay verbraucht? Anscheinend. Verdammt. Okay, wie viel brauchen wir? 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Wie viel haben wir davon? 1, 2, 3, 4. Ja, davon nochmal ein bisschen mehr. Gehen wir einfach mal runter zur Clayconia. Zack. Da ist die Clayconia. Die setze ich jetzt mal dahin. 1, 2, 3, 4. So, zack. Wunderbar. Hat mir schon mal 4 Clay. Dann brauche ich nochmal eine Kohle. Das da rein, das da rein. So, und dann werden da schon mal die Bricks hergestellt. Das ist gut. So, jetzt muss ich aber die Wett aufbauen. Und da ein Lava-Bucket rein. Das war ein 1000 Milli-Bucket. Ich brauche noch einen. Gut. Weil die Burnt Bricks, die wir noch brauchen. Rezept, Rezept. Brauchen 500 Millibucket Lava. Das heißt, 2 Eimer sind 2000. Kriegen wir dann eben 4 Bricks raus. Dauert 8 Sekunden. Ja gut, ich warte jetzt noch, bis der vierte Brick fertig ist. Dann kriegen wir das hin. Und ich habe auch mal geguckt, wegen den Ender-Essenzen, was da alles rauskommt. Also hier, Utils. 2 Enderperlen oder hier Ender-Essenz. Da kann man eben alles färben mit. Und was auch sehr interessant war, hier, Endstone und Endportal Placer. Finde ich auch cool. Brauchen wir dann eben 9 Stück. Und dann können wir auch schon ins Ende gehen. So, und das sind 4 Stück. Die packen wir jetzt da rein. Kann man mehrere gleichzeitig reinpacken. Und ja, im Tooltip oben sieht man jetzt Input 1, Lava, 2000 Millibucket, Input 2, Empty, Output, Empty. Also hier kann man auch Flüssigkeiten und sowas machen. So, jetzt haben wir schon gesehen, Lava ist 1500 Millibucket, das heißt ein Brick ist jetzt durch. Da warten wir jetzt noch ein bisschen drauf. Und, achso, warte mal, wir brauchen noch Clay, gell? Kann das sein? Und zwar dafür. Boah, da brauche ich viel Clay für. 4 Stück davon, 6, 12, 12 mal 4. 12 mal 4. Sind 48, ne? Gut. Dann werde ich mal hier schon das Clay vorbereiten und würde mich dann auch gleich wieder melden. Also bis gleich. Ja.
So, da bin ich wieder und ich habe festgestellt, ich habe natürlich nur die Hälfte von Rezept gemacht, beziehungsweise wir brauchen zweimal das Rezept. Deswegen habe ich hier nochmal 4 Bricks gebaut. Hier 4 Burnt Bricks, weil wir brauchen ja zweimal das Ding. Brick Construction, hätten wir das schon mal. Und hier natürlich auch dann 24 davon. So, das heißt 4 davon. Genau. Passt doch wunderbar. So, jetzt brauchen wir bloß nochmal 2 Eimer. Aber das ist ja kein Problem. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Machen wir uns mal 2 Eimer. So, wunderbar. Und gehen dann mal. Ne, nicht raus. erstmal pennen. Und ihr seht hier, ne, ich nehme die Folge ungefähr nach der letzten von gestern auf. Vorgestern so rum. Ach ja, so. Weiter geht's. Achso, die Bäume sind noch nicht gewachsen. Okay. Daneben nicht. Ich habe nämlich da hinten gesehen, da gibt es nämlich einen Lavasee. Und ja gut, da ist noch ein Zombie gestorben. Auf der linken Seite sahen Sie einen Zombie. So, ich habe da hinten irgendwo noch einen Lavasee gesehen. Ich bin nämlich irgendwann mal hier so rum. Da ist noch ein Hive. Okay. Den werden wir wahrscheinlich auch irgendwann später brauchen. Warte mal. F3A. Ne, um die Chunks neu zu laden, damit es nicht so hässlich aussieht. Ja, jetzt müssen wir bloß noch den See finden. Ah, guck mal, da ist er doch. Und sagt nichts, ne? Der Schelm. So, einmal, zweimal. Gut. Ja, du kannst von mir aus labern. Oh, es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Sehr schlimm. So, ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehrere, genau, noch ein paar Gewächshäuser bauen müssen. Also zwei mindestens, glaube ich. Ich bin aber auch noch am Überlegen, ich möchte aus dem Dings da rausziehen und vielleicht obendrauf. Ja, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was ich da baue. Also, dass wir hier unten ungefähr die Gewächshäuser haben. Oder hier schon hinbauen, irgendwie in den Berg rein oder so. Ja, so ein Anwesen eben. Ne, also. Dass man dann hier so auf unsere Gewächshäuser gucken kann. Können. So rum. Naja, okay. Machen wir jetzt erstmal das Ding hier fertig. So, Crucible Furnace 1. Crucible Furnace 2. Weil, das ist ein Multiblock. Und das Ding werde ich jetzt erst einmal bauen müssen. Ja, komm. Können wir hier hinbauen, denke ich. Zack. Zack. Dann die zwei. Zack. Und zack. Wunderbar, ne? Schön. So, der wird jetzt der wird hochgeheizt mit Kohle zum Beispiel. Oder wenn man hier unten drunter, also hier direkt unten drunter, noch einen Tank mit Lava setzen würde, würde das nehmen als Fuel. Und hier kann man dann wunderschön Kredenzen reinpacken, wie zum Beispiel Eisenores oder sowas. Hier sieht man die Temperatur, die er hat. Und hier dann eben ja, das, was er eben geschmolzen hat. Kann man dann eben hier in einem Bucket einfüllen zum Beispiel. Oder? Auto-Inject disabled Items kriegt man hier teilweise auch raus. Fluids oder beides eben. Der reagiert auch noch auf ein Redstone-Signal. Das mache ich jetzt erstmal aus, weil im Moment brauchen wir das jetzt noch nicht. Also warte mal. Castaway. Oh, wir sollen noch eine Ladle bauen. Ingot Caster und Block Caster. Okay, da brauche ich wahrscheinlich. Ja, brauche ich noch mehr Burnt Bricks. Gut, bevor ich das mache, würde ich sagen. Achso, den habe ich schon da hinten. Okay, ich habe mich schon gewundert, wo kommt denn der jetzt her? Bevor wir das machen, würde ich sagen, ich habe nicht mehr so viel Sand. Und den Sand brauche ich wahrscheinlich noch. Für ein bisschen was. Für Glas oder sowas. Würde ich dann sagen, wir machen das so, dass ich dann Clay herstellen lasse. Und zwar Clay. So, mit Essence of Earth und Essence of Water müssten wir ja eigentlich mittlerweile auch herstellen können. Jetzt muss ich bloß mal gucken. To hell and back. Oh, 10 Obsidian soll ich machen. Okay. Aha. Eines meiner vagen Erinnerungen ist, dass es davor noch andere Dimensionen gab. Die einzige, an die ich mich noch wirklich erinnern kann, ist ein Topf auf Feuer. Okay.
Und der wird genannt Nita oder sowas. Ja gut, mein Englisch ist wirklich nicht so the yellow from the egg, aber naja gut, müsst ihr jetzt damit leben. Leider. So. Ja genau, The Crucible, die, warte mal, sieht man ja hier, drei. Die Heating Components, die kann man nur mit Kohle machen, nicht mit Holzkohle. Zum Glück haben wir hier schon ein bisschen Essenzen gesammelt, ne? Sonst hätte ich noch ein bisschen länger warten müssen. Gut, hätten wir das jetzt erst einmal. Jetzt will ich mal gucken. Das lassen wir mal weg. So, The World Works. Nee. Oh, Brewing. Ah, Runen. Ja, genau. Da muss ich dann auch warten. Also hier mit der Feuerrune muss ich auf jeden Fall warten, bis ich im Nether war. Könnten wir ja fürs nächste Mal vielleicht einen Angriff nehmen. Something Brewing. Rezept. Rune of Mana. Ja, kriegen wir bestimmt auch demnächst hin, wenn dann die Ender Seeds vollgewachsen sind. So, What the World Enables. Ah, ne, das war das da. What the World Embraces. Ah, siehst du, ja, Bigger Bag. Kriegen wir nochmal ein Yellow Bag, super. What the World is Built from. Nein, das war's nicht. Ich glaube, 9 war das, ne? Live. Ne, auch nicht. Ah, warte mal, dann war's 2. Das da. Was habe ich denn da jetzt noch unclaimed? Ah, guck mal hier, Ender Seed, genau. Plane. So, die... Oh, ja gut, packe ich jetzt erstmal da. Ich muss das hier mal dringend aufräumen, das weiß ich. So, dann könnten wir hier mal Erde und Wasser machen. Rezept. Brauchen wir 2 Wasserbucket, Rune of Water. Die können wir auf jeden Fall herstellen. Müsste ich eigentlich alles unten haben. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Angel gecraftet. Jawohl. Das da, Rezept, Rezept. Ein Mana Powder, ein Mana Steel, ein Bone Meal, ein Sugarcane, eine Angel. Also das habe ich schon, das habe ich schon. Jetzt muss ich mal hoch Mana Steel holen. Weil den haben wir ja auch schon. Falsche Kiste. Ich gehe lieber an die Botania Kiste. Da haben wir nämlich das Zeug drin. Mana Powder habe ich, okay. Dann, das da weg. Das da. Das da. Das da. Und? Achso, das da, genau. Und zack, 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 zack. Jawohl, sehr schön. Dann werden wir hier noch einen Stein abbauen. Warten, bis der fertig ist. Dauert zum Glück nicht lange, weil der Mana-Pool schon voll ist. So, den Stein drauf und dann den Wand. Juhu! William Doll. Rune of Water. Packen wir die mal weg. Das packen wir auch mal weg. Da habe ich auch noch Runensteine drin gehabt, habe ich eben gesehen. Hm, toll. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Lass mal gucken. Hallo, Rezept. 2 Wassereimer. Okay, gut, Hammer. Wo haben wir die jetzt? Haben wir die weggepackt? Tatsache. Okay. Nehmen wir mal die. Einmal Wasser, zweimal Wasser. Hätte ich mir eigentlich auch unten holen können, aber ist egal. So, und dann brauchen wir noch Regular Essenzen. Ah, siehst du? Okay, 3 Stück kriegen wir hin. Haben wir hier. 1, 2, 3. Und dann noch eine, ne? Sowas. Nehme ich mir auch gleich mal 2 mit. Weil wir würden ja auch gerne noch die Earth machen. Ja, gut. Einmal, 1, 2, 3. Dann die. Einmal, du. Einmal und eine Rune of Water. Genau. Und ich glaube, wir kriegen die Rune sogar zurück. Bin mir aber nicht sicher, ob das mittlerweile so ist. Aber wir können ja mal zwischendrin mal gucken. Earth Seed. Rezept. Rune of Earth. Ah, das kriegen wir locker hin. Stone, Mana Powder, Mushroom. Wie weit bist du? Ah, komm. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, einen Pilz. Hier. Dagegen, glaube ich, auch andere Pilze. Wir können ja nochmal gucken. Rezept. Ja, okay, dann eben nicht. Rezept. Hm. Achso, ne, hier, warte mal. Ja, genau. 1, 2. Also, die Mushrooms von Minecraft gehen auf jeden Fall. So, was war das jetzt noch? 2 Pastur-Seeds. Haben wir noch genug? Ansonsten, die Pastur-Seeds, die kann man auch ganz einfach selbst herstellen, indem man zum Beispiel hier Bone Meal nimmt.
da mal drauf knallt und dann eine Schere nimmt. Hier das Gras wegschlägt. Oh, Clay, cool. Eins, ja, super. Na egal. Oder haben wir nochmal einen Seed rausbekommen? Auch nicht schlecht. Aber den zieht da rein. Floral Fertilizer. Auch nicht verkehrt. So, warte mal. Jetzt muss ich aber gerade mal noch die Essenzen wegpacken. So, okay, gut. So, wir haben jetzt Gras geschlagen. Und wenn man jetzt das Gras nimmt und dann hier in den Mana-Pool reinwirft, dann sieht man schon, kriegt man die Pastur-Seeds. Mache ich mir noch ein paar. Vielleicht brauchen wir die noch irgendwann. So, der ist schon mal fertig. Packen wir den da drauf und dann... Achso, den habe ich schon da ausgerüstet. Super. Hätten wir hier... Ah, siehst du? Wir kriegen die Rune sogar zurück. Sehr schön. So, Water Seeds haben wir jetzt. Jetzt wollten wir nochmal gucken. Noch Earth. Achso, ja, wir brauchen noch Stein und einen Block auf Kohle. Rezept. Block of Coal. Das ist nur Block of Coal. Mir fehlt... Ah, guck mal hier, da ist noch... da ist noch was gewachsen. Ja, das ist gut. Das ist gut, ja, das ist gut. Die werde ich dann auch gleich nochmal überprüfen, welche Dings wir haben. So, gut, passt. Aber die Essenz hier im Kreis. Dann kriegen wir 12 Kohle. Dann haben wir einen Block draus. Dann nimmt man den schon mal. So, da kommt das kommt rein, dann brauchen wir noch einen Stein. Einen Pilz haben wir und die zwei Pastur-Seeds haben wir auch. Sehr gut. Zack. Zack. Du. Du. Du und du. Und was fehlt jetzt noch? Ach, siehst du, ja, genau. Genau, hier, die Regular-Essenzen. Die... Nee. Nee, warte mal. Rezept. Rezept. Ach so, ja, hier, Manas. Oh, bin ich so hohl. Okay, mit Shift-Rechtsklick kriegt man die wieder raus, die Dinger. Leere Hand braucht man dafür natürlich. So, zack. Das dann noch und das dann noch. Okay, gut, dann brauchen wir den. Den noch nicht. Den. Zwei davon. Und einen Pilz. Ach Gott, was brauchen wir jetzt noch? Rezept, Rezept. Oh. Ja, genau. Jo, der war gut. Den da rein. Den da rein. Den da rein. Na also. Wenn man auch die Rezepte dauernd durcheinander bringt, ne? Das ist ja Wahnsinn. So, den Block, ja, der war super. Den Block kann ich schon mal da drauf packen. So, und zack, hätten wir hier schon mal die Rune. Dann kommt da eine Rune drauf, die zwei. Und, was noch? Schon wieder vergessen, ne? Glaubst du das? Achso, die drei Weak-Essenzen, ja. Mhm. Die wollte ich eigentlich noch holen, ne? Kann das sein? Ja, mhm. Drei Weak-Essenzen. Ne, Regular-Essenzen waren das. Entschuldigung. Die Weak können wir ja mittlerweile herstellen. Die Regular ja auch. Mit dem neuen Stein. Ja, also. Geht doch. Ja, dann werde ich die auch gleich mal anpflanzen, damit die auch 10-10-10 werden. Und dann können wir uns schon mal ziemlich viel Zeug herstellen. So, was ist das? Du bist Wasser, gell? Ja, genau. Utils. Utils. Wir können uns Wassereimer herstellen. Wir können uns dann Oakleaves mit Essenz von Earth herstellen. Verschiedene Clay können wir uns herstellen. Das ist auch super. Limestone. Abyssalstone. Okay. Packed Ice brauchen wir jetzt nicht. Naja. So, einen Block. Den da drauf. Bam. Und wir kriegen wieder die Rune zurück. Sehr schön. So, wunderbar, dann hätten wir die auch schon mal. Ja, das klingt doch gut, ne? Ich habe eigentlich noch nicht alles von meiner Liste abgearbeitet, weil die zwei Seeds jetzt auf jeden Fall noch dazwischen gekommen sind. Du bist Tilt Garden Soil, okay. So, zack, zack. Und
Wunderbar. Jetzt bräuchte ich bloß noch ein Feld mit Tiltgartensäule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir es mal hier hin. So. Madhawk. Würde mich mal interessieren, ob das auch mit der Schaufel von Betonia, Botania geht. Betonia, genau. So, wunderbar. Hätten wir das auch. Und hier können wir schon mal gucken, was der hat. Können wir sonst noch irgendwo was gucken? Ja, da können wir noch gucken. Gut, der Rest wächst noch. Dann schauen wir doch mal, was die haben. Kupfer. Hat 6-1. Ja, geil. 6-1. 6-1-7. Der hat 7-3-4. Ja, das klingt doch schon mal nicht schlecht. 7-3-4 ist schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, ich muss trotzdem erstmal die Taschen leer machen, bevor ich die dann wieder anpflanzen kann. Hat das da noch rein. Das da weg. Mana-Tablet. Oh, Mana-Tablet, genau. Das Mana-Tablet. Es gibt da anscheinend irgendwie ein Problem. Wenn ich zum Beispiel mit R ein Rezept aufrufe, dann habe ich das Mana-Tablet jedes Mal in der Hand. Deswegen mache ich mir jetzt daraus einen Mana-Ring. Und zwar, wir nehmen das Tablet dahin. Pack, 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 pack. Und kriegt nichts raus, weil... Achso, das Mana-Tablet ist voll. Gut. Dann machen wir das einfach so, dass wir einfach mal gucken. Was hat denn der? Ja, schade, der ist komplett voll. Hm. Ja, guck mal hier. Die sind schon mal verwelkt. Ja. Nee, so rum. Mach ich den mal leer. So gut wie es geht. Also man sieht, der Mana-Pool füllt sich ganz gut. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche dann ein leeres Mana-Tablet, ne? Aber ich habe jetzt im Moment gar keine Enderperlen mehr. Ach je, ach je, ach je. Ja, der Pool ist voll und das Tablet ist immer noch nicht leer, ne? Ne, ist immer noch ein Rest. Naja, gut. Dann muss ich das wahrscheinlich, ja, leer laufen, leer, keine Ahnung was. Ja, du bist... Achso, ja genau, du bist das da. Hab ich... Achso, genau, hier. Da schauen wir mal hier. Okay, wo bist denn du jetzt? Du bist der Beste. Du kommst dahin. So. Ja, gut. Die restlichen Seeds, die packe ich dann einfach mal weg. Achtung. Ja, Folge hat's hinter sich. Ich habe diesmal mal so einen Timer gestellt, ne? Gut, hätten wir das schon mal. Ich brauche noch Crop Sticks. Habe ich hier noch ein paar? Okay. Dann, ja. Gut, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und, ja. Wie gesagt, ich werde jetzt hier noch die ganzen Seeds auf 10, 10, 10 bringen. Du warst auch der Beste, ne? Ja, genau. Und die sind dann bis zum nächsten Mal auch in das neue Gewächshaus umgezogen. Also in das linke von den beiden. Weil da ja die ganzen Crops hin sollen von Magical Crops. So, das ist da weg. Habe ich den jetzt reinbekommen? Ja, habe ich anscheinend. Gut. Ja. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.